habe ich drei Karten ausgesucht, um mal ganz einen schnellen Überblick zu bekommen, was sind das für Karten und wie schauen die aus, wie fühlen sich die an und was macht man so mit denen. Und zwar, wir fangen gleich mit der Liebe, die Liebe. Und zwar ist es nicht nur die Liebe im romantischen Sinn, sondern auch, Kartenlegen beschränkt sich ja nicht nur auf die Männer, sondern auch auf alle Formen von Herzensangelegenheiten. Das heißt, eine Arbeit mit voller Freude und mit voller Liebe zu machen oder in einer schönen Gemeinschaft, in einer schönen Nachbarschaft zum Beispiel, herzlich eingebunden sein. Oder es heißt einfach auch, mit Liebe kochen und mit Liebe seine Familie zu versorgen. Mit Liebe, die Eigenliebe zu sich selber, zu mir selber. Gell? Das Rote Herz ist ja etwas, was ganz weit verbreitet ist bei uns in der Kultur. Gell? Oder ich glaube, denke ich, weltweit. Gell? Dass ein rotes, schlagendes Herz das Leben einfach manchmal viel schöner machen kann, als es so ist. Und das heißt, es ist nicht nur auf die Partnerschaft begrenzt, sondern auch auf alle anderen Lebensbereiche. Gell? Gut, dann gibt es einen kleinen Wuff-Wuff-Hund. Einen kleinen Hund, der, wenn wir uns wieder daran erinnern, die Karten sind ungefähr vor 300, 400 Jahren entstanden. Und zu der Zeit hatte man auf dem Bauernhof, hatte man am Hof einen Hofhund, der im besten Fall sehr treu diesen Hof verteidigt hat vor den Einbrechern oder vor allem, die dort nicht gewohnt haben. Ja. Das heißt, der Hund hier bei den Lenormand-Karten steht für die Treue, für die Freundschaft, für das sehr liebe Miteinander. Gell? Ein sehr freundschaftliches, kann zum Beispiel die beste Freundin als Person sein. Oder es kann die wirklich sehr herzliche Arbeitskollegin sein, die nebenan am Schreibtisch sitzt oder die irgendwo ein Stockwerk unterhalb sitzt oder die allerliebste Nachbarin auf der Welt, der man wirklich gerne den Schlüssel im Urlaub anvertraut und wo man es weiß, da werden die Blumen gegossen. Genau, aber es heißt auch zum Beispiel, sich selber treu bleiben und es heißt auch treu bleiben dem Geld gegenüber. Wenn wir hier eine zweite Karte daneben hätten, die Geldkarte, dann heißt es, Geld bleibt mir treu. Oder umgekehrt, ich bleibe dem Geld treu und ich verschulde mich nicht zum Beispiel. Ja? Genau, also je nachdem immer, um was es in der Frage geht und je nachdem, auf welcher Position diese Karte liegt. Das hier ist immer etwas, was sehr treu, was sehr liebevoll, was sehr herzlich ist als Eigenschaftswort. Oder kann auch genauso eine Personenkarte sein, die man im Vorhinein dann vielleicht schon mal festlegt. Gell? Welche Personen können das sein? Eine beste Freundin oder eine Schwester, mit der man sich besser versteht? Als manchmal, wenn man 5 Geschwisterkinder zu Hause ist, dann hat man vielleicht eine Schwester, mit der man sich am allerbesten versteht. Ja, und das hier ist ein Anker und dieser Anker steht für die Berufung. Das ist etwas schwer zum Herleiten. Kann ich auch nicht unbedingt hundertprozentig erklären, warum das ein Anker ist, warum mein Beruf als Überbegriff der Anker darstellt. Aber bestimmte Karten muss man auch einfach mal lernen, ne? Und wird man sich auch ganz schnell daran gewöhnen, dass der Anker einfach die Berufung ist. Also im Sinn von, jemand ist als Berufung Pilot, jemand ist als Berufung Arzt geworden. Jemand ist aus Berufung Kartenlegerin. Ich. Oder jemand ist aus Berufung das oder das.
völlig egal was. Und da kann man dann manchmal im Kartenbild erkennen, ja, ist diese Berufung überhaupt stimmig? Ist es das überhaupt, was derjenige in seinem Leben überhaupt möchte? Oder ist es das, weil es die Familie immer schon wollte? Oder ist es das, wo er einfach gut drinnen war? Ich habe immer gut Skifahren können und hatte früher auch sogar mal Ski gelehrt. Aber unterm Strich war es mir zu kalt. Und dann dachte ich, na, daraus, das, nur weil ich es gut kann, muss ich daraus nicht meinen Beruf machen. Ja? Deswegen bin ich lieber im warmen Büro gesessen, jahrzehntelang. War auch wirklich für eine Zeit lang meine Berufung. Habe ich sehr gerne gemacht, diese Arbeit. Aber irgendwann hat sich's im Leben einfach auch gewandelt. Irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht und irgendwann war dieser Wandel in der Berufung da. Irgendwann habe ich einen neuen Titel auf meine Visitenkarte geschrieben. Und da ist nicht mehr das oder das auf der Visitenkarte gestanden, sondern da steht drauf jetzt, Kartenleger, Expertin. Keine Ahnung, muss mal schauen, was auf meinen Visitenkarten steht. So, da gibt es übrigens noch eine zweite Karte mit dazu, die das tägliche Arbeiten beschreibt. Ja, weil das eine ist, ich bin als Berufung bin ich Kartenlegerin und in meiner täglichen Arbeit, das ist übrigens die Sense, die tägliche Arbeit, das Tun, die Ernte einfahren, das Tun, wofür ich bin, das ist mein tägliches Tun. Das heißt, ich schreibe täglich irgendwelche E-Mails, ich mache Facebook-Werbung, ich bestelle Kartensets, ich drucke Seminarunterlagen aus, muss einen Kassablock kaufen, damit ich Rechnungen schreiben kann und lauter solche Dinge. Das ist das tägliche Tun. Das ist nochmal eine andere Karte im Vergleich dazu. Das ist die Berufungskarte. Wofür bin ich im Leben? Was ist das? Was ist mein Antrieb im Leben? Was ich mit anderen Menschen gerne machen möchte? Oder wo ich mein Geld meistens auch damit verdiene, im Normalfall. Wenigstens haben wir einen Lottosechser.